Stephen King, Schlachtfeld. Mr. Renshaw. Er war schon auf halbem Weg zum Aufzug, als er den Portier seinen Namen rufen hörte. Ungeduldig blickte er sich um und wechselte seinen Reisekoffer von der einen in die andere Hand. In der Brusttasche seines Mantels knisterte der schwere mit 20- und 50-Dollar-Noten prall gefüllte Umschlag. Der Job war auftragsmäßig erledigt und selbst nach Abzug der 15%, die die Organisation als Vermittlungsgebühr einbehalten hatte, außerordentlich gut bezahlt worden. Alles, was er jetzt noch brauchte, war eine heiße Dusche, ein Gin Tonic und viel, viel Schlaf. Was gibt's? Ein Paket für Sie. Sir, würden Sie bitte den Empfang quittieren? Während er unterschrieb, warf Renshaw einen forschenden Blick auf das rechteckige Paket. Die gestochene Handschrift, mit der sein Name und seine Adresse in den aufgeklebten Adressenvordruck eingetragen waren, kam ihm bekannt vor. Behutsam schob er das Paket auf der marmorierten Oberfläche des Rezeptionsschalters hin und her und hörte, wie sein Inhalt leise klirrte. »Soll ich es Ihnen nach oben bringen lassen, Mr. Renshaw?« »Danke, ich nehme es schon.« Der Karton war etwa 50 Zentimeter breit und er konnte ihn gerade mit einem Arm halten. Im Aufzug setzte er ihn auf dem mit weichem Teppich ausgelegten Boden ab und steckte seinen Schlüssel in den Schalter für die Penthouse-Etage, der über den anderen Knöpfen angebracht war. Geräuschlos und beinahe unmerklich glitt der Aufzug nach oben. Renshaw schloss die Augen. Vor der dunklen Leinwand seiner Erinnerungen ließ er die Geschehnisse der vergangenen Tage noch einmal Revue passieren. Der Job hatte wie immer mit einem Anruf von Cal Bates begonnen. »Bist du gerade abkömmlich, Johnny?« Er war es, zweimal im Jahr für einen Mindesthonorar von $10.000. Er erledigte seine Sache immer gut und zuverlässig. Doch was sein Auftraggeber am meisten an ihm schätzte, war sein raubtierhafter Instinkt. John Renshaw war ein Bushard in Menschengestalt, den sowohl seine Veranlagung als auch sein soziales Umfeld zu zwei Dingen mehr als zu allem anderen befähigt hatten, zu töten und zu überleben. Wenige Tage nach Bates' Anruf hatte er einen bräunlich-gelben Umschlag in seinen Briefkasten gefunden. Dieser enthielt ein Foto, einen Namen und eine Adresse. Er speicherte das alles in seinem Gedächtnis und behielt nichts davon zurück, außer einem Häufchen Asche, das zusammen mit den verkohlten Überresten des Kuverts im Müllcontainer verschwand. Diesmal zeigte das Foto das Gesicht eines blässlichen Geschäftsmannes aus Miami namens Hans Morris, Inhaber der Morris Spielwarenfabrik. Irgendjemand war er anscheinend im Wege und dieser jemand hatte sich an die Organisation gewandt, die sich wiederum in der Person von Cal Bates mit ihm in Verbindung gesetzt hatte. Peng. Von Beileidsbezeugungen am Grabe bitten wir abzusehen. Lautlos glitt die Tür des Lifts zur Seite. Renshaw hob sein Paket auf und trat in den Gang hinaus. Dann öffnete er die Tür zu seiner Penthouse-Wohnung und ging hinein. Es war 3 Uhr nachmittags und der große Wohnraum war überflutet vom hellen Licht der Aprilsonne. Er blieb einen Augenblick stehen, blinzelte, setzte dann sein Paket auf dem Couchtisch ab und lockerte den Knoten seiner Krawatte. Den Umschlag mit dem Geld legte er auf den Karton und ging hinüber zum Balkon. Er öffnete die verglaste Schiebetür und trat hinaus ins Freie. Trotz der Sonne war es kühl und ein schneidender Wind bohrte sich messerscharf durch den dünnen Stoff seines Trenchcoats. Dennoch blieb er eine Weile draußen stehen und ließ den Blick über die Stadt schweifen, mit der gleichen Selbstzufriedenheit und Genugtuung, wie sie ein General empfinden mochte, der nach gewonnener Schlacht auf das eroberte Land schaut. Wie ein Heer von Ameisen krabbelten die Autos unten in den Straßen und im grellen Licht der Nachmittagssonne flimmerten die Konturen der Bay Bridge wie eine Fata Morgana am Horizont. Nach Osten hin erstreckten sich die metallenden Wipfel eines riesigen Antennenwaldes auf den Dächern der ärmlichen, schmutzigeren Häuser, die hier und da von den kolossalen Wolkenkratzern der City verdeckt wurden. Hier oben aber war es schön, besser jedenfalls als unten in der Gosse. Nach einer Weile ging Renshaw zurück in die Wohnung und begab sich ins Bad, wo er lange und ausgiebig duschte. Als er 40 Minuten später mit einem Glas Gin in der Hand auf der Couch saß und das Paket betrachtete, streckten bereits die ersten Schatten ihre langen Finger über den weinroten Teppichboden aus. Der schönste Teil des Nachmittags war vorüber. Eine Bombe. Natürlich war es keine, aber man musste sich so verhalten, als wäre es zumindest möglich. Nur so hatte man die Garantie dafür, dass man am Leben blieb, während andere sich bereits auf dem Weg ins Reich des ewigen Müßiggangs befanden.
Wenn es also eine Bombe wäre, dann hätte sie keinen Zeitzünder. Nicht das leiseste Ticken war zu hören in diesem geheimnisvollen Quader. Obwohl heutzutage gab es Quarzuhren. Sie liefen zuverlässiger und weniger unberechenbar als die besten Uhrwerke von West Clocks oder Big Ben. Renshaw warf einen Blick auf den Poststempel. Miami, 15. April. Das war vor 5 Tagen. Ein Zeitzünder war demnach auszuschließen. Er hätte bereits in der Aufbewahrung explodieren können. Ja, Miami. Und dann diese gestochene Handschrift. Hatte nicht auf dem Schreibtisch dieses blässlichen Spielwarenfabrikanten eine gerahmte Fotografie gestanden, die eine noch hagere, noch blassere Gestalt mit einem schmucklosen Kopftuch zeigte? Und hatte er nicht in der unteren rechten Ecke eine mit gestochener Handschrift gekritzelte Widmung gelesen? Alles Liebe von deinem treuesten Mädchen Mutter. Was für einen Einfall hatte das treueste Mädchen da gehabt? Vielleicht ein selbstgebasteltes Killer-Vernichtungsgerät? Mit verschränkten Armen und äußerster Konzentration saß Renshaw da und betrachtete das Paket. Die Frage, wie es Morris treuestem Mädchen beispielsweise gelungen war, seine Adresse ausfindig zu machen, stellte er zunächst zurück. Dergleichen Probleme waren jetzt zweitrangig und würden später immer noch gelöst werden können. Cal Bates würde sich eine Antwort einfallen lassen müssen. Im Augenblick war das nebensächlich. Mit einer fahrigen, beinahe motorischen Bewegung griff er in eine Westentasche und zog seinen kunststoffgebundenen Taschenkalender hervor. Er schob ihn zwischen Packpapier und Kordel, mit der der Karton verschnürt war. Mit dem scharfen Rand des Kalenders löste er das Klebeband, das die Papierlaschen an den Seiten hielt, bis sie absprangen und gegen die Kordel hingen. Dann hielt er einen Augenblick inne, tat einen tiefen Atemzug und wanderte um den Tisch herum. Kordel, Packpapier, Pappe, sonst nichts. Draußen dämmerte es bereits und das Zwielicht warf lange graue Schatten in den Raum, die mit langen Spinnenbeinen über den Boden krochen. Plötzlich rutschte eine der Papierlaschen unter der Kordel durch, öffnete sich ein wenig und gab ein Stück des Inhalts frei. Es sah aus wie die mattgrüne Oberfläche einer Metallbox, allem Anschein nach mit Scharnieren versehen. Renshaw holte ein Taschenmesser und durchtrennte die Kordel. Sie sprang ab und nachdem er das restliche Papier mit der Spitze seines Messers aufgerissen hatte, lag die Box vor ihm. Sie war grün und am Rand schwarz und in ihren Deckel waren mit weißen Buchstaben die Worte graviert »Vietnam Feldkiste« und darunter standen 20 Infanteristen, 10 Kampfhubschrauber, 2 Artilleristen, 2 Granatwerfer, 2 Sanitäter, 4 Jeeps und darunter eine Flakvorrichtung. Und wiederum darunter in einer Ecke Morris Spielwarenfabrik Miami, Florida. Renshaw streckte die Hand nach der Kiste aus, zuckte jedoch sofort zurück. Irgendetwas in ihrem Innern hatte sich bewegt. Ohne ersichtliche Eile stand er auf und ging, ohne den Tisch aus den Augen zu lassen, rückwärts durch das Zimmer, an der Küche vorbei in den Flur. Dort knipste er das Licht an. Die Vietnam-Feldkiste bewegte sich ruckweise, so dass das Backpapier unter ihr raschelte. Plötzlich kippte sie und fiel mit einem dumpfen Aufprall zu Boden. Dort kam sie auf einer der Schmalseiten zu stehen und ihr an 2 Scharnieren befestigter Deckel klappte einige Zentimeter auseinander. Winzige Fußsoldaten, nur etwa 3 Zentimeter groß, krabbelten ins Freie. Mit aufgerissenen Augen stand Renshaw da und sah ihnen zu. Nicht einen Augenblick lang fragte er sich, ob das, was sich dort abspielte, Traum oder Wirklichkeit war. Das Einzige, was ihn beschäftigte, war die Frage, wie er sich retten, die Situation in den Griff bekommen könnte. Die Soldaten trugen Uniformen, Helme und Tornister in Miniaturausgabe. An ihren Schultern hingen streichholzdünne Maschinengewehre. 2 von ihnen hatten Renshaw sofort gesehen und spähten zu ihm herüber. Ihre winzigen, stecknadelkopfgroßen schwarzen Augen funkelten böse. Erst zählte er 5, dann 10, dann 12, schließlich alle 20. Einer von ihnen gestikulierte wild, anscheinend um den anderen Befehle zu erteilen. Sie nahmen entlang der Kante des Kistendeckels Aufstellung und begannen, wie auf Kommando, zu schieben. Millimeter für Millimeter weitete sich die Öffnung. Renshaw ging wieder hinüber zur Couch und bewaffnete sich mit einem Kissen. Dann bewegte er sich langsam auf die Kiste zu. Der Kommandeur der Truppe drehte sich um und machte ein Zeichen. Sogleich fuhren auch die anderen herum, die Maschinengewehre im Anschlag.
Rancher hörte leise, beinahe lustig hell klickende Geräusche, so als fielen eine Handvoll Murmel auf einen gepflasterten Gehsteig. Dann hatte er das Gefühl, als fielen ein Schwarm Wespen über ihn her. Er schleuderte das Kissen und traf. Er zersprengte die geordnete Reihe der kleinen Soldaten und warf sie in alle Himmelsrichtungen auseinander. Dann schlug es gegen die Kiste, deren Deckel sich durch den Stoß weiter öffnete. Ein heller, zirpender Ton und wie eine dicke Wolke kleiner olivgrüner Insekten schwirrten mehrere winziger Helikopter in die Höhe. Sekunden später hörte Rancher das Surren ihrer Propeller dicht an seinem Ohr und sah, wie aus den zurückgeschobenen Seitentüren funkengroße Mündungsfeuer aufblitzten. Seine Brust, sein rechter Arm und die rechte Partie seines Halses wurden wie von feinen Nadelstichen durchbohrt. Er holte aus und konnte tatsächlich einen der Hubschrauber erwischen. Zugleich aber durchzuckte ihn ein jäher Schmerz. Blut quoll zwischen seinen brennenden Fingern hervor. Die messerscharfen Propeller hatten seine Haut zerfetzt und bis auf die Knochen durchschlagen. Die Innenfläche seiner Hand war übersät von diagonal verlaufenden blutigen Streifen. Die anderen Hubschrauber befanden sich nun außer Reichweite und umkreisten Renshaws Kopf in sicherer Entfernung wie Bienen einen Honigtopf. Derjenige von ihnen, den er hatte erwischen können, war auf den Boden gefallen und lag reglos da. Plötzlich schrie er laut auf vor Schmerz. Ein kleiner Soldat stand auf seinem Schuh und rammte ohne Unterlass sein Bajonett in Renshaws Fußgelenk. Keuchend hob er sein Gesichtchen und verzog es zu einem satanischen Grinsen. Rancher holte aus und schleuderte das Männchen mit dem Fuß quer durch den Raum. Sein winziger Körper schmetterte gegen die Wand und fiel auf den Boden. Er blutete nicht, hinterließ jedoch eine eigenartig klebrige, purpurfarbene Schmierspur. Sekunden später gab es einen leisen Puff, eine winzige Detonation und einen Augenblick lang wurde ihm schwarz vor Augen. Ein Soldat mit einem Granatwerfer hatte sich über den Rand der Kiste gezogen. Eine fadendünne Rauchwolke kräuselte sich noch über der Mündung seiner Waffe. Renshaw sah an seinem Hosenbein hinunter und entdeckte ein pfenniggroßes Loch, dessen Ränder versenkt und ausgefranst waren. Die bloße Haut darunter war verkohlt. »Der kleine Bastard hat mich angeschossen.« Er machte kehrt und lief in den Flur, von dort aus in sein Schlafzimmer. Einer der Hubschrauber verfolgte ihn und er spürte den leichten Lufthauch, den seine Propeller verursachten, dicht an seinem Kinn. Er hörte das stoßweise Knattern von Maschinengewehren, dann drehte der Helikopter ab. Die Waffe, die er unter seinem Kopfkissen aufbewahrte, war eine Magnum 44. So großkalibrig, dass sie in alles, was sie traf, faustgroße Löcher zu reißen vermochte. Renshaw blickte sich um, den Revolver hielt er mit beiden Händen umklammert. Er war realistisch genug zu wissen, dass es galt, mit Kanonenkugeln auf Spatzen zu schießen und sie zu treffen. Zwei der Kampfhubschrauber surrten durch die offene Tür ins Zimmer. Auf der Bettkante sitzend hob Renshaw seine Waffe, zielte und feuerte. Einer der beiden Hubschrauber torkelte, explodierte sofort und löste sich in nichts auf. »Das wären schon zwei«, dachte Renshaw. Dann nahm er den nächsten ins Visier. Den Finger am Abzug. Er ist so flink, wenn er nur nicht so verdammt flink wäre. Mit einem unerwarteten, fatalen Schwung drehte der Helikopter auf ihn zu, während seine Propellerchen mit rasender Geschwindigkeit rotierten. Aus den Augenwinkeln heraus erkannte Rancher einen Soldaten an der Türöffnung, der immer neue Maschinengewehrsalven auf ihn abfeuerte. Geblendet warf er sich auf den Boden, die Hände schützend vor das Gesicht gehalten und krümmte sich vor Schmerz. »Meine Augen! Der Bastard hat es auf meine Augen abgesehen!« Er kroch über den Boden und brachte sich mit dem Rücken zur Wand mühsam in eine sitzende Stellung. Den Revolver hielt er in Brusthöhe im Anschlag. Der Helikopter aber trat den Rückzug an. Sekundenlang schwebte er auf und ab tanzend in der Luft, bemüht, der übermächtigen Abwehr seines Gegners keine Angriffsfläche zu bieten. Dann schwenkte er ab ins Wohnzimmer. Renshaw versuchte, sich aufzurichten. Als er sein Gewicht auf das verletzte Bein verlagern wollte, zuckte er zusammen. Die Wunde blutete jetzt heftiger. »Warum auch nicht?«, dachte er grimmig. »Wer wird schon von einem Granatwerfer getroffen und könnte später noch davon erzählen?« Mit herzlichen Grüßen von Mutter, dem treuesten Mädchen. Treu war sie in der Tat, das und noch vieles mehr. Er zog den Kopfkissenbezug ab und riss ihn in schmale Streifen, mit denen er sein verletztes Bein notdürftig verband. Dann nahm er den Rasierspiegel vom Nachttisch und ging zurück bis zur Wohnzimmertür. Den Spiegel hielt er leicht abgewinkelt in Augenhöhe vor sich und spähte so unbemerkt ins Innere des Raumes.
Verflucht wollte er sein, wenn die nicht am Fuße der Kiste so etwas wie ein Lager errichtet hatten. Die vier kleinen Jeeps, jeder gerade 10 Zentimeter groß, brausten mit gewichtiger Geschäftigkeit umher. Ein Sanitäter verarztete den Soldaten, den Ranshaw mit dem Fuß gegen die Wand geschleudert hatte, und über dem Camp, etwa in Tischhöhe, kreisten die verbliebenen 8 Helikopter und sicherten die kleine Armee aus der Luft. Dann aber schienen sie auf den Spiegel hinter der Tür aufmerksam geworden zu sein, und schon im nächsten Moment gingen 3 der Infanteristen in die Knie und eröffneten das Feuer. Der Spiegel zerbarst in 1000 Splitter. Also gut, wie ihr wollt. Ranshaw schlich zurück zu seinem Nachttisch und holte die schwere Kramkiste hervor, die Linda ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Er hob sie an, nickte befriedigt und trug sie durch die Diele ins Wohnzimmer. Mit einem kräftigen Schwung stemmte er sie hoch und schleuderte sie von sich wie eine Diskusscheibe. Pfeilgerade schoss die Kiste auf das Lager zu und mähte die kleinen Soldaten um wie Kegelklötze. Einer der Jeeps überschlug sich mehrmals. Ranshaw wagte sich weiter ins Zimmer vor. Zu seinen Füßen lag einer der winzigen Kämpfer und er zertrat ihn wie einen Wurm. Die anderen aber hatten sich schon wieder von dem Schlag erholt. Manche von ihnen hatten sich in die formale Gefechtsstellung begeben und feuerten auf Ranshaw. Einige hatten Deckung bezogen, andere wiederum waren in die Feldkiste zurückgekrochen. Feine Nadelstiche durchbohrten seine Beine und seinen Unterleib. Keiner jedoch reichte höher als bis zum Brustkasten. Vermutlich war die Entfernung zu groß. Umso besser. Er hatte nicht die Absicht, sich in die Flucht schlagen zu lassen. Jetzt ging es ums Ganze. Der nächste Schuss, den Ranshaw abgab, verfehlte sein Ziel nur um Haaresbreite. Sie waren so verdammt klein. Mit dem zweiten aber traf er einen der kleinen Soldaten und riss ihn in Stücke. Jetzt flogen die Kampfhubschrauber zu einer erbarmungslosen Attacke an. Die stecknadelkopfgroßen Kugeln bohrten sich in sein Gesicht, ober- und unterhalb der Augen. Während unerträgliche Schmerzen am ganzen Körper ihn peinigten, gelang es ihm doch, nacheinander 2 der Helikopter abzuschießen. Die verbliebenen 6 bildeten 2 Flügel und schwenkten ab. Ranshaws Gesicht war blutüberströmt. Er hob den Arm und wischte es, so gut es ging, ab. Gerade wollte er den Kampf wieder aufnehmen, als er etwas sah, das seinen Atem stocken ließ. Die Soldaten, die sich nach dem Schlag mit der Kramkiste in die Metallbox zurückgezogen hatten, waren jetzt dabei, etwas herauszuschieben, etwas, das aussah wie ein plötzliches grelles Aufflackern, eine gelbliche Stichflamme, und im nächsten Augenblick splitterten Holz- und Tapetenfetzen aus dem Türrahmen zu seiner Linken. Ein Raketenwerfer. Er feuerte einen Schuss in diese Richtung ab, verfehlte jedoch sein Ziel, warf sich herum und rannte ins Bad am Ende der Diele. Er riss die Tür hinter sich ins Schloss und schob den Riegel vor. Das Gesicht, das ihm aus dem Spiegel über dem Waschbecken entgegenblickte, war rot wie das eines Indianers. Die Augen starrten glanzlos, der Blick war verschwommen. Ein Indianer in voller Kriegsbemalung mit roten und weißen Streifen quer über den von winzigen dunklen Einstichen übersäten Wangen. Ein Fetzen Haut hing lose über den Wangenknochen. Tiefe, blutige Schrammen zogen sich diagonal verlaufend über seinen Hals. Ich verliere. Mit zitternden Fingern fuhr er sich durchs Haar. Der Weg durch die Korridortür auf den Hausflur war versperrt. Ebenso unzugänglich waren Küche und Telefon. Wenn er seine Deckung verließ, würde ein gezielter Schuss mit dem Raketenwerfer genügen, um ihm den Kopf von den Schultern zu reißen. Der verdammte Raketenwerfer stand noch nicht einmal auf der Liste. Er holte tief Atem, verschluckte sich und rang prustend nach Luft. Mit einem lauten Knall hatte irgendetwas ein faustgroßes Loch in die Tür geschlagen. Stichflammen züngelten hoch und verglimmten in dem zerborstenen Holz. Dann wurde ein weiteres verkohltes Oval aus dem Furnier gerissen. Splitter schleuderten nach innen und fraßen sich wie silberne Pfeile glimmend in den Badvorleger. Er trat sie aus und sah, wie 2 der Kampfhubschrauber durch die Löcher in der Tür drangen und auf ihn zuflogen. Winzige Kugeln schlugen an seine Brust. Aufheulend griff er einen der Helikopter mit der bloßen Hand und nahm in Kauf, dass sich seine Propeller wie die spitzen Zacken eines Stacheldrahtzaunes in seine Handflächen bohrten. Nach dem anderen schlug er, einer verzweifelten Eingebung folgend, mit einem schweren Badetuch. Der Helikopter stürzte ab und kreiselte auf den glatten Fliesen, bis Ranshaw ihn in Stücke trat. Er schnaufte wie ein Pferd. Blut rann ihm in ein Auge und vernebelte heiß und ätzend seinen Blick. Da habt ihr es. Das fürs Erste. Demnächst werdet ihr vorsichtiger sein.
Tatsächlich sah es so aus, als seien sie vorsichtiger geworden. Eine Viertelstunde lang tat sich nichts. Renshaw saß auf dem Rand der Badewanne und dachte fieberhaft nach. Es musste einen Weg geben, der ihn aus dieser Sackgasse hinausführte. Es musste. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sie zu umgehen und aus dem Hinterhalt anzugreifen. Da streifte sein Blick das schmale Fenster über der Badewanne. Das war es. Natürlich, das war seine Chance. Gerade wollte er nach der Nachfüllflasche für sein Benzinfeuerzeug greifen, die oben auf dem Apothekenschrank stand, als er ein leises Knistern aus Richtung der Tür vernahm. Blitzschnell fuhr er herum, den Revolver im Anschlag, doch sah er nichts als einen Fetzen Papier, der unter der Tür durchgeschoben wurde. Mit einiger Genugtuung stellte er fest, dass sie anscheinend selbst zu groß waren, um darunter durchkriechen zu können. Auf dem Zettelchen stand nur eine lapidare Aufforderung, so klein geschrieben, dass er Mühe hatte, sie zu entziffern. »Gib auf!« Renshaw grinste böse, griff in seine Westentasche, holte einen Bleistift heraus und verstaute anschließend dort die Benzinnachfüllflasche. Dann kritzelte er etwas auf das Papier und schob es wieder durch die Tür. Seine Antwort lautete: Ihr könnt mich. Plötzlich prasselte ein greller Hagel von Raketengeschossen in hohem Bogen durch das Loch in der Tür. Renshaw rettete sich mit einem Sprung zur Seite. Die Geschosse krachten gegen die hellblauen Kacheln über der Handzugstange und verwandelten die makellos gefliesste Wand in eine trostlose, zerklüftete Mondlandschaft. Unter dem staubigen Regen von Kalk und Granatsplittern zog Renshaw den Kopf ein und versuchte, die Augen mit den Händen zu schützen. Sengende Kugeln bohrten sich durch den Stoff seines Hemdes in den Rücken. Erst als der Geschosshagel ein bisschen nachgelassen hatte, wagte er eine vorsichtige Bewegung. Er stieg auf den Rand der Wanne und öffnete das Fenster. Unzählige Sterne glänzten metallisch kalt am Himmel. Die Luke war eng, ebenso schmal wie das Fensterbrett darunter. Aber das war nun einmal nicht zu ändern. Er quälte sich bis zum Rumpf durch die Fensteröffnung und suchte außen mit den Händen Halt. Die kühle Abendluft traf sein wundes, zerkratztes Gesicht wie ein Schlag mit der flachen Hand. Er starrte hinunter, 40 Stockwerke lagen unter ihm. Aus dieser Höhe wirkten selbst die breiten Avenues nicht größer als die Schienen einer Spielzeugeisenbahn. Die hellen Neonlichter der Stadt tanzten vor seinen Augen und funkelten wie Juwelen auf dem dunklen Samt. Renshaw war ein durchtrainierter und athletischer Mann. Mit Schwung zog er die Knie hoch auf das Fensterbrett. Wenn in diesem Moment einer der Hubschrauber hineingeflogen gekommen wäre und ihn angegriffen hätte, so hätte ein gezielter Schuss auf sein Hinterteil genügt und er wäre schreiend vornübergestürzt. Doch es geschah nichts. Er richtete sich ein wenig auf und zog erst das eine, dann das andere Bein über den unteren Fensterrahmen, die Finger fest um den Sims gekrallt. Schließlich stand er aufrecht auf der Brüstung vor dem Fenster. Er durfte jetzt nur nicht daran denken, was geschehen würde, wenn er das Gleichgewicht verlöre oder einer plötzlichen Attacke der Hubschrauber ausgesetzt sein würde. Mit zusammengebissenen Zähnen arbeitete er sich Zentimeter um Zentimeter bis zur Ecke des Gebäudes vor. Noch 15 Schritte, noch 10. Geschafft. Er blieb stehen, Oberkörper und Handflächen fest gegen den rauen Putz der Außenwand gepresst. Sein Hemd spannte sich über die Brust und er spürte den harten, kalten Druck der Benzinampulle bis auf die bloße Haut. Der Revolver hing zentnerschwer in seinem Gürtel. Jetzt musste er nur noch um die verfluchte Ecke kommen. Langsam tastete er sich mit dem rechten Fuß nach vorne und verlagerte sein Gewicht auf das rechte Bein. Die Kante des Gemäuers bohrte sich wie die Klinge eines scharfen Messers gegen seine Brust. Dicht vor seinen Augen klebten bröckelige Spuren von Vogelexkrementen auf dem Putz. Gott, ich hätte nie gedacht, dass die so hoch fliegen können, schoss es ihm in einem irrsinnigen Augenblick nachlassender Konzentration durch den Kopf. Da verlor er mit dem linken Fuß den Halt. Eine sterbensnahe Sekunde lang drohte er zu kippen, fing sich jedoch wieder, ruderte mit den Armen und umklammerte die beiden aneinandergrenzenden Seiten der Hauswand wie den Körper einer Geliebten. Dabei presste er sein Gesicht gegen die scharfe Eckkante und sein Atem ging wie rasend. Dann, nachdem er einen Augenblick unbeweglich so gestanden hatte, zog er den linken Fuß nach. In etwa 10 Metern Entfernung ragte der Balkon seines Wohnzimmers vor. Er tastete sich Schritt für Schritt weiter. Sein Atem ging flach und stoßweise. Zweimal musste er stehen bleiben, wenn eine plötzlich aufkommende Windböe ihn von dem schmalen Sims zu reißen drohte. Endlich aber hatte er den Balkon erreicht. Er griff nach dem schmiedeeisernen Geländer und schwang sich hinüber. Die gläserne Schiebetür war nur halb von den Vorhängen verdeckt, so daß er einen vorsichtigen Blick ins Zimmer wagen konnte.
Sie standen genau so, wie er sie haben wollte, mit dem Rücken zum Fenster. 4 Soldaten und ein Hubschrauber, die offenbar zur Bewachung der Feldkiste zurückgeblieben waren. Die anderen hatten sich wahrscheinlich mit dem Raketenwerfer vor der Badezimmertür postiert. Okay, jetzt musste er nur noch leise wie ein Dieb durch die halboffene Schiebetür ins Zimmer, die neben der Feldkiste unschädlich machen, und durch die Korridortür nach draußen. Rasch ein Taxi zum Flughafen und ab nach Miami. Morris, treues dem Mädchen, einen kleinen Besuch abstatten. Vielleicht würde er ihr mit dem Granatwerfer das Gesicht verbrennen. Das wäre dann bühnenreif. Er zog sein Hemd aus und riss einen der Ärmel in Streifen. Den Rest ließ er auf den Boden fallen. Dann öffnete er den Verschluss der Benzinflasche mit den Zähnen, tränkte das eine Ende des Stoffstreifens mit Benzin und stopfte das andere Ende so tief in die Öffnung der Flasche, dass nur noch ein etwa 15 Zentimeter langes Stück heraushing. Zum Schluss nahm er sein Feuerzeug und hielt es unter das Tuch, das sofort in Flammen stand. Dann schob er die Glastür zurück und stürzte ins Zimmer. Der Helikopter reagierte prompt und noch während Renshaw mit großen Sätzen auf die Feldkiste zusprang, Funken aus dem brennenden Tuch sprühten und glimmend auf dem Teppichboden fielen, warf sich der Hubschrauber in selbstmörderischem Sturzflug auf ihn. Mit dem ausgestreckten Arm schlug Renshaw ihn in Stücke, biss dabei die Zähne zusammen und versuchte den Schmerz zu ignorieren, den die wirbelnden Propeller ihm verursachten. Die kleinen Infanteriesoldaten flüchteten sich ins Innere der Kiste. Dann ging alles blitzschnell. Renshaw warf die Benzinflasche, sie explodierte, loderte auf und verwandelte sich sekundenschnell in eine brennende Kugel. Renshaw drehte sich um und rannte zur Tür. Was ihn traf, konnte er nicht mehr feststellen. Es war, als donnerte ein schwerer, stählerner Safe aus großer Höhe auf Beton. Nur dieses Geräusch, wie ein heftiger, dumpfer Aufprall, hallte durch alle Stockwerke des Hochhauses. Es ließ die Scheiben in den Fensterrahmen vibrieren, als hätte gerade ein Flugzeug die Schallmauer durchbrochen. Die Korridortür seiner Wohnung flog aus den Angeln und schmetterte an die gegenüberliegende Wand. Ein Pärchen, das unten auf der Straße Hand in Hand vorbeiging, schaute nach oben, gerade als eine riesige Flamme aus dem Fenster schlug. »Da hat es wahrscheinlich eine Explosion gegeben«, sagte der junge Mann. »Es sieht aus, als...« »Sieh mal da«, rief seine Freundin. Irgendetwas schwebte durch die Luft herab und landete genau vor ihren Füßen. Er hob es auf und betrachtete es. »Du lieber Himmel, das ist ja ein Männerhemd, ganz durchlöchert und voller Blut.« Die junge Frau schauderte. »Das ist mir unheimlich«, sagte sie nervös. »Bitte, ruf uns ein Taxi, Ralph. Wenn da etwas passiert ist, werden wir vielleicht von der Polizei verhört, und das wäre dir doch auch nicht recht, oder?« »Natürlich nicht.« Er blickte sich um, erspähte ein Taxi und winkte es herbei. Als es hielt, rannten sie über die Straße und stiegen ein. An genau derselben Stelle, wo die beiden eben noch gestanden hatten, tanzte ein kleines Stück Papier wie eine Feder durch die Luft und landete auf dem Pflaster dicht neben John Renshaws Hemd. Mit gestochener Handschrift stand darauf geschrieben: »Hallo Kinder, in dieser Vietnam-Feldkiste findet ihr eine besondere Überraschung, nur für begrenzte Zeit. Ein Raketenwerfer, 20 FLA Flugkörper Marke Twister, eine Wasserstoffbombe.«